Hallo, ich bin der Sven, ich bin von Geeks Like That. Ich bin heute auf der Hanami 2016 mit der wunderbaren Engine. Hallo! Und so, also ein paar Leute wahrscheinlich wissen, du hast es im Manga-Programm verpasst. Ja, genau, das habe ich geschrieben. Wie kamst du denn? Hab in Japan gelebt, das sagt meistens schon das meiste aus, und dort in der Gastronomie gearbeitet. Und in Japan ist halt überall gibt's Manga, in der Telefonkarte, in der Speisekarte. Und dann dachte ich so, ja, eigentlich könnte man das ja mal kombinieren. Ja, hört sich ja alles ganz gut an. Und wie kommt das Buch denn hier so in Deutschland an? Also in Deutschland kommt das richtig gut an. Die Fans sind total begeistert, weil sie endlich das essen und nachkochen können, was sie von ihren Helden in den Serien kennen und denken, oh mein Gott, das will ich haben. Die erste Auflage von dem Manga-Kochbuch Japanisch ist auch schon weg. Also es wird sehr gut angenommen. Und jetzt so für die Laien unter den Köchen, wie einfach oder wie schwer schätzt du das Buch persönlich ein für jemanden, der jetzt keine Erfahrung mit Kochen hat? Also das Buch ist extra für Anfänger geschrieben, dass jeder anfangen kann zu kochen, also damit kann man auch kochen lernen. Und wir haben immer, wenn es etwas komplizierter werden sollte, einen kleinen Manga dazu gemacht, dass man nochmal genau weiß, so soll ich es wenden, so soll es sein. Noch ein Foto zu jedem Rezept, dass man auch weiß, wie es am Ende aussehen soll. Und es gibt immer Tipps von Aya und Daisuke, den Charakteren, wie man alles machen kann. Okay, hört sich ja alles sehr gut an. Wie viele Bände gibt es mittlerweile oder auch wie viele hast du noch geplant? Also insgesamt habe ich schon 3 Kochbücher geschrieben. Das erste ist das Koch dich Japanisch. Das ist halt etwas klassischer noch gehalten ohne Mangas. Dafür hat es den Gourmand World Cookbook Award 2013 gewonnen in der Kategorie japanische Küche. Es war schon ganz toll, da haben wir uns gefreut. Und Manga-Kochbücher gibt es jetzt 2 schon. Einmal das Manga-Kochbuch Japanisch, wie man da sieht. Und einmal ganz neu seit 2 Wochen das Manga-Kochbuch Bento. Da dreht sich alles um die leckere Lunchbox. Okay, also wie gesagt, hört sich alles sehr gut an. Jetzt nur die abschließende Frage. Wenn man jetzt hier nicht auf der Con ist und das Buch sich mal vor live ansehen kann und dann natürlich auch kaufen kann, wo kann man das denn sonst noch kaufen? Ja, also am schönsten, und wenn ihr den Autor unterstützen möchtet, immer gerne bei mir bestellen, entweder über meine Facebook-Seite oder einfach eine E-Mail schreiben an mangakochbuch@outlook.de, dann schicke ich es auch versandkostenfrei zu. Aber man kann es natürlich auch überall in Online-Internet-Shops kaufen oder im Buchhandel gibt es das auch überall zu kaufen, also da bekommt man es auch. Okay, also wie ihr gesehen habt, das Buch, also ich persönlich, ich werde es kaufen. Ich werde es mir wahrscheinlich auch kaufen. Auf jeden Fall danke ich dir vielen, vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir noch eine schöne Hanami. Danke, Phil, das war auch toll. Danke, Sven. Ich wünsche dir auch noch eine ganz tolle Hanami. Es ist eine tolle Con. Danke, tschüss. I'm not your vocal, just so I'm near. I said it, I hope she's in your head.